Hallo zusammen, schönen guten Abend. Wir haben den 27. September, es ist 18:53 Uhr und ich befinde mich auf dem Tool von der Vereinsbank Markets und ich möchte mit Ihnen das Gold durchgehen. Vor euch liegt der 5-Jahres-Chart vom 15.09.2016, das ist die Bewegung. Ja, war über den Zeitraum hier, großes Fadenkreuz, so hier von September 2018 eine schöne Bewegung hoch bis zum August 2020. Was machen wir jetzt? Also der obere Keypoint, die sogenannte Make-or-Break-Line, ist und bleibt die 1834. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal bestätigt. Hier liegt jetzt auch das obere Band. Also das ist auf jeden Fall der Schlüsselpunkt für eine weitere Bewegung nach oben. Sind wir noch weit weg. Wir haben hier, jetzt mache ich mal das Fadenkreuz raus, hier einen kleinen Downtrend. Hör dir mal näher ran. Einen kleinen Downtrend. Der, jetzt muss ich es leider wieder reinmachen, liegt heute hier und jetzt bei 1780. Sollten wir den überbieten mit Schlusskurs, also abends 22 Uhr, ist die 20-Tage-Linie gleich dahinter und hier ist die 200-Tage-Linie. Aber da sind die Chancen sehr gut, dass wir erneut dahin gehen. Die Technik gilt als tief. Andererseits habe ich eine Unterstützung nicht nur hier, sondern insbesondere hier bei 1717. Mit ein bisschen Fantasie kann man vielleicht sogar behaupten, das ist eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Schulter-Kopf-Schulter invers, also sprich nach oben gerichtet. Soweit ist es noch nicht. Ich möchte Sie, und deswegen nenne ich Ihnen auch gleich einen Giant dahingehend sensibilisieren, wenn das hier unten dreht und wir durch diesen kleinen Downtrend gehen bei 1780, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir mindestens wieder bis zu 1833, 34 gehen. Hier bitte darauf achten, dass die Stochastik über die 20 geht. Vorher können Sie mal Schnüffelstücke machen, das heißt also vielleicht ein Zehntel Ihrer Position, aber mehr nicht, um ein bisschen reinzufühlen. Ja, so ein Döner-Trade, ein Pizza-Trade, kleine Position, einfach nur, dass Sie im Chart dabei sind. Wer ein solches System hat, ich habe extra hier unten das sogenannte Profi-Tool angelegt, dann bekommen Sie genau diese Daten. Wer ein anderes nutzt, stellt doch bitte mal die Stochastik auf 10-3-3 ein. Damit arbeite ich seit Jahren, ich komme damit hervorragend klar. Außer im Tageshandel, da mache ich 5-3-3. Wenn ich mich irre und der Wert, und ich halte ihn eigentlich momentan für gut unterstützt, das Gold, wenn der Wert es nicht schafft und geht unter die 1717, kann ich auch einen Put relativ knapp über die 1835 legen. Also gucken wir uns mal Scheine an. Ich habe jetzt folgenden rausgesucht für die Annahme, dass wir oberhalb dieses kleinen Downtrends, also über 1780, schließen und den Weg nach oben fortsetzen. Da habe ich mich für diesen hier entschieden. Das ist ein 1656er mit der Kennnummer HZ8KK3. Bei dem Put gehe ich also hier und drücke Short. Der Call macht den 18er Hebel. Bei dem Put und auch nur dann, wenn wir dieses Low hier bei 1717 rausnehmen, möchte ich mich kurz dahinter legen. Und da kommt mir der hier gerade recht. Das ist ebenfalls ein 18er Hebel, 1851. Das ist die HR9Q6G. Also das sind die Make-or-Break-Punkte. Hier nach oben raus ist sehr positiv. Diese Bewegung dürfte anfangen, wenn wir hier die 1780 überbieten oder wenn die Stochastik über 20 wieder geht, die ist momentan bei 10. Da also wirklich mal drauf achten. Weil vom MACD her ist nichts zu sehen, von den Bollinger-Bändern her ist nichts zu sehen. Und vom Chart her nach unten habe ich die 1717 als erste und hier hinten die 1678 als zweite Unterstützung. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.